Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden Cult of the Lamb spielen. Das Spiel habe ich initial zu Release schon durchgespielt, nun ist aber einige Zeit vergangen, neuer Content ist da und ich habe einfach nochmal Bock auf das Spiel. Also, neuer Spielstand, Schnellstart nein, endgültiger Tod, oh Gott nein, Buße-Modus, Survival-Elemente... Schlafen und essen. Oh, das mache ich im Real Life schon zu viel. Das muss man jetzt im Spiel nicht nochmal machen. Wähle. Buße-Modus nein. Schnellstart auch nein. Irgendwie habe ich mich verdrückt. So. Gelobt sei das Lamm. Wegbereiter großer Macht und verheißener Befreier von jenem, der wartet. Nimm dich in Acht, Opferlamm. Denn die Krone kann nur auf einem Kopfe sitzen. Okay, danke für den Tipp. Ich werde es mir merken. Ich würde aber sagen, auf meinen Kopf wäre sie am besten. Jo, gar kein Bock hier geopfert zu werden. Wir gehen weg. Na gut. Also, wir haben aktuell keine Wahl. Die wollen wohl wirklich, dass wir den Weg da nach vorne gehen. Die sind aber alle so unfreundlich. Bestimmt, weil die Dolche aus schlechtem Material haben, die komplett verbogen sind. Oh, das sieht hier aber nicht sehr einladend aus. Räumt mal die Skelette weg, wenn ihr mit dem Umbringen fertig seid. Oh. Vier hässliche Fratzen schauen auf eine hässliche Fratze. Also beim Aufnehmen. Ihr seid nicht hässlich. Niederknien, um geopfert zu werden. Ich will aber nicht. Na, Dickerchen, bist du auf meiner Seite auch nicht. Na gut. Bleibt uns wohl keine Wahl, aber ich werde ihn nicht in die Augen sehen. Oh, schaut mal, wie traurig wir aussehen. Geopfert werden ist wohl keine schöne Sache. Vor uns sehen wir den letzten seiner Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der dort unten in Ketten liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein. Und der alte Glauben wird erhalten bleiben. Okay, wenn ihr so viel Wert drauf legt, dann ab mit der Lammrübe. Nein! Oh. Gar nicht so schlecht hier. Deutlich sympathischer. Oh, obwohl mit den Ketten und den Totenköpfen. Naja, trotzdem besser als deren dämlicher Opferkreis da. Oh je, ich glaube, das ist mein neuer Busch. Hey, der hat meine Krone. Was für ein Arsch. Komm näher, fürchte dich nicht, denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ich schenke dir erneut Leben. Aber das hat seinen Preis. Ich habe nicht viel Geld. Könnt ihr einen Ausdruckstanz anbieten? Alles, was ich von dir verlange, ist einen Kult in meinem Namen zu gründen. Sind wir im Geschäft? Ja oder unbedingt? Schwierige Wahl, ich nehme unbedingt. Weise Entscheidung. Nimm die rote Krone, die ich einst trug. Mit ihr wird dir die Loyalität deiner Anhänger sicher sein. Und du wirst Angst in den Herzen unserer Gegner schüren. Ach, das mache ich doch gerne. Kehre in das Land der Lebenden zurück. Gründe einen Kult in meinem Namen und beginne damit, Anhänger zu rekrutieren. Sobald das vollbracht ist, wirst du mich wiedersehen. Und jetzt geh. Na gut, dann geh ich mal. Na, davor nehme ich noch das nette Kopfaccessoire mit. Das hat ein Auge. Das haben meine Hüte nicht. Obwohl, ich habe so Pokémon-Mützen, die haben auch nicht animierte Augen, aber immerhin Augen. Ein schönes Spiel mit einem süßen Lamm, das jetzt auch wieder lebt. So, ihr Arschgeigen. Ich bin nicht zufrieden damit, dass ihr mich opfern wolltet. Und jetzt kann ich kämpfen. Sehr schön. Ausweichrolle mit B. So langsam könnte der Text verschwinden. Ich hab's verstanden. Ich habe verstanden. Jo, auf die Fresse. Immer auf die Fresse. So, macht noch eure Scheiß-Deko hier kaputt.
Sieht eh scheiße aus. So. Ah! So. Davon werden die sich nicht erholen. Zumindest für eine ganze Weile. So, wir haben ein Schwert. Wir haben eine Person, die überfallen wird. Und wir haben Fragezeichen. Da müssen wir zuerst im Schwert. Rathau, da ist gutes Rathau teuer. Fürchte dich nicht, ich bin Rathau. Ich war einst ein auserwähltes Gefäß wie du, aber diese Tage sind bereits lange Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald. Der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in deiner Nähe sein. Du könntest mit mir kämpfen. Aha. Wollt das Vögelchen doch hier ein bisschen mit dem Messer stupfen. Hat nicht geklappt, aber irgendwann erwische ich eins. Das ist, glaube ich, sogar eine gute Nahrungsquelle. Ein proteinreicher Snack. Ah, noch nicht. Noch nicht. Vielleicht brauche ich einfach ein Langschwert, damit ich rankomme. Oh mein Gott, eine Goldmünze. Eine Währung, die für alles Mögliche verwendet wird. Das ist wunderbar. Wir wissen, wie Geld funktioniert. Ihr seht ein bisschen aus. Vermeide es, Schaden zu nehmen. Leck mich. Wollt gar keinen Schaden nehmen. Das Spiel hat so entschieden. Okay, wir haben zwei Richtungen. Gehen wir mal nach unten. Ja. Wieder diese Zubat-ähnlichen Teile. Oh, das hat Spaß gemacht. In Pokémon wird man sich da auch so durchschnitzeln können. Die Zubats haben mich echt irgendwann nur noch angepisst. Na gut. Drei Goldmünzen und dann zur Person, die überfallen wird. Oh, ein Hühnchen. Wir sind fast in Sicherheit, aber schau da vorne. Eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Rette ihn und es bleibt ihm keine Wahl, als deinem neuen Kult beizutreten. Das klingt eigentlich sinnvoll. Oh, ihr mächtigen Bischöfe des alten Glaubens. Wir bitten euch, das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, wer wagt es, unser Ritual zu unterbrechen und den heiligen Boden zu besudeln? Ich wag's. Ich wag's jederzeit. Vermeide es, Schaden zu nehmen. Das ist ein hilfreicher Tipp. Wir sollten uns, glaub, dran halten. Oh, da kommen ja mehr aus dem Boden gekrochen. Na ja, komm. Oh, komm hier. Oh, so ein schönes Hühnchen. Kannst du Eier legen? Dann wirst du auf jeden Fall erstmal gerettet. Und ab ins Erdgeschoss mit dir. Beziehungsweise ins Untergeschoss. Er wartet auf seine Indoktrination. Das ist wunderbar. Und zum Fragezeichen. Wir sind in Sicherheit. Das hast du gut gemacht. Die rote Krone ermöglicht es dir, diese Markierung am Boden zu verwenden, um große Entfernungen zurückzulegen. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert. Dort wirst du einen neuen Kult gründen können. Ich sehe dich dort. Na gut, tschüss. Teleportation ist doch was Tolles. Ich habe Ketzer besiegt. Ich habe ein bisschen Geld gesammelt. Ist das nicht schön? Ja, freut mich immer. Vor allem am Anfang. Freut mich immer. Vor allem am Anfang des Monats. Jo, sieht doch gar nicht so schlicht aus, wo wir gespawnt sind. Was nehmen wir? Mittel. Wir nehmen halt schwer. Warum nicht? Ja, die ganzen DLCs wurden aktiviert. Dieser geheiligte Boden, der einst der meine war, gehört nun dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination dieser Armseele in die warme Umarmung deines Kults. Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Befiehl diesem da, Holz oder Stein zu sammeln. Ah, mit dem Schnabel eignet der sich doch perfekt für beides. Ich würde trotzdem sagen, wir brauchen sehr viel Holz.
Der heißt Tortre. Bitte verschone mich. Natürlich. Was hast du für Eigenschaften? Ja, wir könnten die Form, Farbe und Variante wählen. Ich mag's, die so zu nehmen, wie sie erscheinen. Starke Verfassung. Die Heilung verläuft um 15% schneller, wenn ein Kranker sich in Bettruhe befindet. Geborener Skeptiker. Verliere mit der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Ja, leck mich doch. Ungläubig. Erzeugt Hingabe 15% langsamer. Das ist ein Kandidat, den wir opfern können. Noch nicht am Anfang. Erstmal ist er ja noch nützlich. So, du darfst Holz hacken. Bäume fällen. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden. Das heißt meine Hand und unser Kult, wenn dann mein Kult. Und du darfst auch mit anpacken. Aber deine Anhänger leben nicht vom Gebet allein. Sie müssen essen. Oh, das auch noch. Sammle die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer. Damit kannst du Mahlzeiten für deine Anhänger zubereiten. Und was machst du? Verkriechst dich wieder unter der Erde. Na gut. Also, wir brauchen 5 Holz und 2 Steine. Das Holzhammer. Und den Stein gleich auch. Nein, das war nur einer. Ich habe mich zu früh gefreut. So, ich muss was bauen. Ein Kochfeuer kommt sofort. Wo macht man das hin? Das ist nicht ganz symmetrisch. Passt nicht mit dem Weg oben. Okay. Wir machen das erstmal. Hier können es ja jederzeit verschieben. So, Essensstelle. Wunderbar. Ich habe da einen Tick mit Symmetrie und Schönbauen. Ich versuche den so gut wie möglich zu unterdrücken. Ich kann nichts versprechen. So, Beeren gesammelt. Wollen wir noch 2 Bäume platt machen? Ah, oh, schön. Der zimmert es selber zusammen. Ich dachte schon, ich müsste was machen. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Der Hunger deines Kults wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Besorge auf Kreuzzügen etwas zu essen für sie. Wähle Routen durch Orte, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Baue Farm, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft oder auf Kreuzzügen gefunden werden. Okay, das klingt relativ einfach. Erstmal weiter Holz kaputt machen. So. Jetzt muss ich da noch eine Mahlzeit kochen. Ich glaube, ich habe mehr als genug Beeren aufgenommen. Auch den Stein nehmen wir auch. Wer weiß, ob der arme Tropf dann Schlafsack will oder nicht. So, schlichte Schüssel Beeren. Klingt wie mein Frühstück heute. Und ja. Lass es dir schmecken. Jetzt müssen wir einen Schrein errichten. Ja, zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Das braucht man immer. Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter, jener, der wartet, wurde von den 4 Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette, die an das jenseitige Reich bindet. Wir haben Zugänge zu ihren Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Jetzt geh, du wirst dort Gold und Willige finden und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. So mache ich das immer mit meinen PDFs. Wenn die nicht wollen, einfach gewaltsam konvertieren. Ja, finde ich praktisch so. Wir müssen diesen Baum und den Stein dahinter noch kurz einsammeln. Der ist auf dem Weg, sowas geht nicht. Das gehört sich einfach nicht. So, ich muss mit mehr Gold und mit mehr Followern zurückkommen. Das kriege ich hin. Vögel. Ah, ich habe keine Waffe hier. Gut, da muss ich wohl als erstes rein. Lesen. Hier wurde göttliches Blut verschüttet. Hier wollte der Tod nicht länger warten. Na gut. Ja, auch ein bisschen ungeduldig. Anura benötigt 7 Follower. Ich glaube, das links braucht am meisten. Noch hier reinschauen. Ich brauche 9 Follower. Ich meine, das rechts braucht am meisten. Obwohl, das braucht am meisten. Na egal. Die Ketten werden wir schon lösen.
Düsterholz, Tür öffnen. Braucht nur ein Follower dafür. Das ist echt günstig. Dankeschön. Der ist echt gut im Beten. Es heißt ja, Glaube kann Türen öffnen. So oder so ähnlich. Zwei Herzchen für mich. Klinge des Kreuzfahrers 1. Schaden 1, 2, Tempo 1. Das klingt doch gut. Du betrittst die Länder des Bischofs Leschi. Jene, die nicht den Wegen des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Das sehe ich anders. Nein, komm her. Ich will Vogelfleisch. Meine Follower haben nur das Beste verdient. Kann ich die kaputt machen? Mensch, das sind die zähesten Gegner im Spiel. Na gut. Krieg ich nicht hin, was soll ich sagen? Ihr mit eurer scheiß Jump-Attacke da. Die sind bestimmt glibberig. Nein, ich sollte doch vermeiden, Schaden zu nehmen. Was ist jetzt los? Ja. Das ist Leschi. Wie kann das sein? Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deiner Art. Und trotzdem stehst du hier vor mir und zeigst keine Reue. Die Krone. Seine Macht. Könnte es sein? Aber ich bin noch immer stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. Nein, weg von meinem Geld. Ich hau dir gleich aufs Maul. Ich hab's versucht. Ich hab mein Bestes versucht. Eichhörnchen! 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 Und ein proteinreiches Häppchen. Ja. Eichhörnchenfleisch ist sehr begehrt in meinem Kult. Das und Spinnenfleisch. Also von diesen kleinen, nicht von den größeren. Obwohl, gibt nicht so viel größere hier. Bin generell kein Spinnenfreund. So, was haben wir für Wiese? Nur den einen. Na gut. Da haben wir keine Wahl. Sterbt! Sterbt! Boah, schwieriger als Dark Souls. Also das mit der Goldbeschaffung klappt schon mal. Ich bin relativ zufrieden. Eichhörnchen! 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 Wo ist das Eichhörnchen hin? Oh, jemand hat mir nochmal auf die Mütze gegeben. Und finde ich nicht gut. Hey, das Eichhörnchen backt. Scheiße. Also die Feinde sind auch schwer schwerer. Wer hätte es gedacht? Und ich habe das Gefühl, die brauchen halt ein bisschen länger, um drauf zu gehen. Wenig ungewöhnlich für meine Feinde. Kann ich gleich im ersten Durchgang scheitern. Da ist ja ein Herz. Das wird mir gut tun. So, das sieht aus wie der Tarot-Händler. Klauneck, Klauneck. Gelobt sei das Lamm. Wegbereiter großer Macht und verheißener Befreier von jenem, der wartet. So haben es mir die Karten einst gesagt. Vor vielen Lebzeiten. Oder wird das erst noch geschehen? Weiß ich doch auch nicht. Ich habe immer deine Karten gezogen, Lamm. Und doch ist dies die erste. Nimm diese Karten. Und ich werde bei jedem unserer Treffen eine weitere ziehen. Wenn sie von mir gezogen werden, gewähren sie dir Macht. Was haben wir? Erhalte die doppelte Lebensenergie beim Heilen oder ein blaues Herz. Beides nicht. Verkehrt, ich nehme das blaue Herz. Das bringt mir ungefähr ja ähnlich viel bei weniger Herzanzahl. Dein Kartenstapel entscheidet dein Schicksal. Du findest auf deinen Kreuzungen womöglich weitere und ich werde daraus ziehen. Sieh ihn dir jetzt an.
Ach so, ich soll mir den Stapel ansehen. Ich dachte, er hält mir was ganz anderes hin. Ja, schöne Karten. Wunderbar. 10% Chance beim Töten eines Gegners, ein blaues Herz zu erhalten. Ja, zieh doch mal gute Karten. Wieso kriege ich denn nur die Scheiße? Deine Karten sind gezogen. Der Pfad erstreckt sich vor dir. Nein, Vögelchen. Oh, Stück Fleisch. Ah, da kann ich die nur ansehen. Okay. Alles, wie es sein sollte. Wie es immer war. Wie es immer sein wird. Boah. Ich glaube, dem würden meine Antidepressiva auch gut tun. So, was haben wir hier? Möhrenmarkt. Ja, wir sammeln Essen. Geht so schön leicht auf den Kreuzzügen. Wir können einfach die Büsche platt machen. Sobald wir eine Farm haben in unserem Kult, müssen wir die mühevoll per Hand pflücken. So. Das reicht doch für Tage zum Essen. 12 Bieren. Kann sich der Kult kaum beschweren. So, glaubt der erste Zwischenboss wartet am Ende dieses Dungeons auf uns? Ja, wollen wir ihn mal in die Fresse hauen, ohne dabei selbst drauf zu gehen? Kann nichts versprechen. Hab das Gefühl, auf schwer stelle ich mich nicht gut an. Bin generell bei solchen Spielen oder generell bei allen Spielen nicht gut im Ausweichen. Ich bin sozusagen ein Tank, der sich immer einen starken Charakter macht, damit er einfach nur vorm Gegner steht und draufknüppelt. Ich halt nichts von Ausweichen. So, gibt's hier noch was? Nein, ein Vögelchen. Ah, das sah lecker aus. So. Ihr weg mit euren Ritualsteinen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Wahrscheinlich nicht. Nö. So. Stein gibt's auch nicht. Schade. Und noch ein Vögelchen, das entfleucht ist. Hört doch auf, zurückzuschlagen. Unfreundlich. Deswegen ist euer Glauben scheiße. Hauen die einfach zurück. Nochmal Tarotkarten. Ja, ja, ich hätte gerne eine neue Karte. Was gibst du mir? Erhöht die Chance, bessere Truhen zu spawnen. Boah. Bessere Truhen sind besser. Das ist eine Aussage, die ihr euch merken solltet, Kinder. Da steckt sehr viel Weisheit da drin. Eichhörnchen! 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 Ah, diese Bastarde. Brauche eine bessere Waffe. Mit mehr Eichhörnchen-Niederstreckungsfähigkeit. Boah, die Truhe war jetzt noch nicht wirklich besser. 3 Gold haben wir schon mal irgendwann gesehen. Bosskampf. Der ist ja, sieht gar nicht so schlimm aus. Oh oh. Bis hierher und nicht weiter, kleine Schlamm. Meine Anhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Wirklich alles? Sorry. Kannst du dasselbe von deinen behaupten? Amdusias, ich opfere mich der Sache. Oh, mächtiger Anführer. Beim Blut der Großen, zerstöre die rote Krone. Oh nee. Oh nee, siehst du jetzt hässlich aus. Als würde man in einen Spiegel blicken. Boah. Nicht alle auf einmal. Hab nur 2 Hände. Und du verkriechst dich nicht im Eck. Okay, also schwer ist deutlich schwerer als der normale Modus. Schaut mal, wie viel Leben der Arsch noch hat. Au. Au. Au! Hat wehgetan. Hör doch mal auf, Würmer zu spucken. Ah,
Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Aber gerade so. Den konvertieren wir dann mal. Bitte, verschone mich. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Ah, das höre ich gern. Das höre ich gern. So einfach, wie er seinen Kult, gerade seinen Originalkult, verraten hat. Das gefällt mir. So, Holz für uns. Gold für uns. Dann raus hier. Ja, anscheinend müssen wir noch dreimal herkommen, bis wir den Big Boss töten können. Das kriegt man auch irgendwie hin. Dazu brauchen wir aber ein bisschen mehr Herzchen. Ja, alle Ungläubigen geläutert. So sieht's aus. Und ordentlich Ressourcen rangeschafft. Das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt können wir unseren Tempel bauen. Nix in der Kiste, schade. Und Ratau wartet. Ich bin erleichtert zu sehen, dass du sicher zurückgekehrt bist. Und zudem bist du nicht allein. Du hast noch jemanden überzeugt, sich unserer gläubigen Herde anzuschließen. Lass uns diesen neuen Bekehrten indoktrinieren, damit wir weitermachen können. Natürlich, aber der kriegt eine neue Form. Er sieht mir zu gesund aus. Wie ein Brokkoli mit einem Stück Blumenkohl obendrauf. Ja, verschon dich. Was haben wir denn für Form? Oh, ein Marienkäfer. Eine verschrumpelte alte nackte Katze. Ein Tiger. Oder auch eine orangene Katze. Oh, die sehen alle ganz cool aus. ein Elch. Ein schöner Affe. Eine coole Schildkröte. Oh, die Biene. Ich glaube, ich nehme die Biene. Ich schaue kurz nur noch durch, was ich habe. Einiges müssen wir auch freischalten, das ist klar. Düsterholz haben wir auch Freischaltpotenzial. Na gut, ich würde sagen, wir nehmen die Biene. Oh. Und was hat der? Polyamorös. Nice. Wird nicht eifersüchtig, wenn das Lamm mehr als einen Ehepartner hat. Das gefällt mir. Eiferer. Er ignoriert die Predigten von Abweichlern. Danke, du bist echt eine treue Biene. Biene. Kann ich Biene nicht mehr aussprechen? Dummer Stein. Habe ich das gut gemacht, Ratau? Anhänger werden entweder arbeiten oder dich anbeten. Betende Anhänger erzeugen Sperma, die du sammeln kannst. Aber nur um Sperma zu sammeln, benötigst du einen Schrein. Achso, Hingabe. Habe ich mich verlesen. So, den Schrein weihen wir ein. Ja, Gebäude platzieren. Im Zentrum, so wie sie es gehört. Wieso wird der Name von Tortre angezeigt und nicht der andere? Soll ich auch mit Knüppeln? Ach, das kriegen wir hin. Ich mach Holz. Oh, mach doch kein Holz. Gepriesen seist du, deine Anhänger können dich jetzt anbeten. Hier haben wir einen neuen Anhänger, beauftrage ihn damit, dich am Schrein anzubeten. Sammle dann die Sperma, die dein Anhänger am Schrein erzeugen, ein, um göttliche Inspiration freizuschalten. Oh, was bist du? Sieht ein bisschen aus wie ein graues Äffchen. Ja. Angre, ein Franzose. Ach, ist vielleicht ein Gorilla. Oh je, was hast du für Eigenschaften? Geborener Skeptiker. Gegen Opfer. Minus 5 Glauben, wenn ein Anhänger geopfert wird. Ja, das können wir damit kontern, dass der geopfert wird. Da ist seine Meinung dann irrelevant. Königlicher Kotbrust. Das ist neu. Königlicher Kotproduzent scheidet nur goldenen Kot aus. Ich nenne die Episode so. So, Gorilla mag ich eigentlich. Schau mal trotzdem. Oh, ich will eine Schildkröte. Wir haben dann noch Farbe. Die sehen alle cool aus. Aber eine Schildkröte muss grün sein. Oder orange. Nee, wir nehmen eine grüne Schildkröte. So wunderbar. Na, du goldene Scheißerchen. Willkommen an Bord. Du bietest.
Sammle Hingabe an deinem Schrein. Sobald du genug gesammelt hast, wirst du göttliche Inspiration freischalten. Je mehr Anhänger an deinem Schrein beten, desto schneller füllen sie ihn auf. Bla bla bla. Sobald du die göttliche Inspiration eingesammelt hast, kannst du bei deinem Schrein neue Gebäude für deinen Kult freischalten. Jo, das machen wir doch. Oh, das Holz. Ah, keine Waffe für die Vögelchen. So. Dann sammle ich mal eine Inspiration frei. Oh, das hat gereicht. Ein Tempel, natürlich. Da können wir Predigten abhalten und Rituale durchführen. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Links haben wir Schlafsäcke, rechts haben wir Ackerparzelle. Ein kleines Feld halt. 5 Stein. Wo ist der Steintyp? Steintyp. Ja, nicht bei der Arbeit. Vielleicht ist er gerade auf dem Topf. So. 2 Stück brauchen wir noch. 1 Stück brauchen wir noch. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ah, und ich dachte, wir schaffen es nicht mehr. Wunderbar. Dann wollen wir jetzt einmal einen Tempel bauen. Tempel, Tempel, Tempel. Mitten in den Weg, so wie sich's gehört. Nö. Da oben muss halt erst abgegrast werden. Ja, da sieht's eigentlich gut aus. Da hätte ich ihn gern, geht aber gerade nicht. Können ihn später versetzen. Mein letztes Date nicht versetzt hat. Einfach woanders hingeschoben. Ich glaub's nicht. So. Arbeitsbiene arbeitet, so wie sie's gehört. Ich knüppel mal mit drauf. Obwohl, ich könnte hier auch ein bisschen aufräumen. Der Tempel ist das Zentrum deines Kults. Dort wirst du Predigten halten, um stärker zu werden und Rituale durchführen und den zerbrechlichen Geist deiner Anhänger zu formen. Du bist dafür verantwortlich, den Glauben deines Kults zu erhalten. Wenn er zu weit sinkt, werden deine Anhänger sich von dir abkehren und schließlich fortgehen. Deine Anhänger sind bereit, deinen Worten zu lauschen. Zeig ihnen, dass du ihr größter Anführer bist. Halte eine Predigt in deinem Tempel. Ja, das kriege ich auch noch hin. Das kriege ich auch noch hin. So, hallo, ich heiße Lukas und euch alle herzlich willkommen zu meiner Predigt. Ja, natürlich. Gras fressen ist gut. Das erspart Papa eine Menge Aufwand. Kraft der Herde, durch den Glauben deiner Anhänger wirst du immer stärker. So wie es sein sollte. Predigten entziehen ihnen Kraft und erlauben dir neue Fähigkeiten, Waffen und Flüche freizuschalten. Anhänger mit einer höheren Loyalitätsstufe erzeugen mehr Hingabe. Daher wirst du umso schneller neue Fähigkeiten erhalten, je mehr Anhänger du hast und je loyaler sie sind. Gut, das verstehe ich gerade noch so. Herzen der Gläubigen 1. Erhalte dauerhaft ein halbes Herz. Mensch, ist das Spiel geizig. Wieso kriege ich kein ganzes? Nee, gut. Muss ich denen öfter was vorbieten. Ja, ja. Alle zufrieden? Wunderbar. Zurück an die Arbeit. Du warst eine unglaubliche Offenbarung. Ein geborener Anführer. Ich verstehe jetzt, warum du auserwählt wurdest. Wenn du deinen Kult anführen willst, musst du Doktrinen verkünden, damit er dir gehorcht. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück und suche nach Gebotsteinfragmenten. Mit diesen kannst du neue Doktrinen verkünden. Jo, nichts leichter als das, was? Oh, ich sehe beim Ringen so fies aus. Warum das? Mein Gesichtsausdruck, wenn ich mal ganz dringend auf die Toilette muss. Obwohl, da sehe ich noch ein bisschen mürrischer aus. Der lächelt ja noch halbwegs. Das mache ich in der Situation nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Anführer und weniger Bärenbüsche. Das sieht doch gut aus. So, ich würde aber tatsächlich sagen, das reicht für die erste Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.